So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome und Hobbits und Ecknotum zu einem neuen Part Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Zu einem hoffentlich letzten Part Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, im Kampfturm sind wir stehen geblieben. Und da wollen wir heute noch ein bisschen weiter kämpfen. Im Kampfturm wollen wir weiter kämpfen. Also wir wollen uns ein neues Team ausleihen. Wir wollen mal mit einem anderen Team kämpfen. Team möchte ich mal ausleihen. Basisteam, Taktikteam, Kraftteam, Ringteam, Bummelteam. Ich glaube, letztes Mal haben wir das Kraftteam genommen. Wollen wir jetzt mal mit dem Basisteam versuchen. Okay, mehr über das Team. Okay, interessant. Ja gut. Dann leihe ich es mir einfach mal aus. Basisteam aktiviert. Viel Erfolg. Na dann, willkommen im Kampfturm. Wonach steht dir der Sinn? Kämpfen. Bitte wähle nach, welchen Regeln du kämpfen willst. Hier bin ich. Ja, okay. Ich habe schon 3 Siege. Ne, 4 Siege habe ich schon. Einzelkampf. Wo ist das Team, das ich ausgeliehen habe? Hier, Kraftteam, Basisteam. Ein Basisteam, das Gengar mit drin. Interessant, das nehme ich. Ich möchte das Basisteam ausprobieren. Und dann nehme ich mit. Wie viele dürfen wir reinnehmen? 3 dürfen wir mit reinnehmen. Okay. Ja, Gengar muss unbedingt mit rein, aber vielleicht nicht als erstes. Liberno, das wäre vielleicht interessant. Ich nehme alle 3 mit Gortrum, Liberno, Inteleon. Dann kann man Gengar nicht mit reinnehmen. Okay, ich nehme Liberno. Teilnehmen. Das ist vom Typ Feuer. Vom Typ Wasser und vom Typ Geist. Okay, dann nehmen wir noch Inteleon. Und dann nehmen wir Gengar. Okay, fertig. Auf geht's. Sehr gut, hier entlang, bitte. So, auf geht's. 4 Siege haben wir schon. Der 5. Sieg ist unser. Ich zeig dir, was ich so alles gelernt habe. Schöner Manuel fordert dich heraus. Schöner Manuel setzt Zartung ein. Los, die gerne los. So. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich das Kämpfen noch gewohnt bin. Ja, Feuerball. Na komm, versuchen wir es mal. Fehlt was zum Geier. Ich habe lange nicht mehr mit meinem Schwert gespielt. Ich habe mich jetzt hier schon. Ich muss mich jetzt auch hier erstmal an das Aufnehmen hier wieder gewöhnen. Ich muss mich jetzt hier erstmal mein Schwert aufnehmen. Das ist jetzt hier, habe ich ehrlich gesagt, eine Weile ausgelassen, auch wenn die Parts jetzt nicht so ausgesehen haben. In Wirklichkeit habt ihr erst neulich den letzten Part gesehen, aber es ist eine Weile her, seit ich den aufgenommen habe, den letzten Part. Ja, was labert hier? Spielen wir einfach. Besiegen wir den Gegner. So, let's go. Liberno, ja, was kannst du überhaupt? Was kannst du eigentlich? Eisenschädel. Tarnsteiner. Na komm, wir dürfen doch hier nicht verlieren. 4 Siege haben wir schon. Na komm, der 5. Schädel. Also müssen wir doch hier. Den 5. Schädel, genau. Eisenschädel. Den 5. Sieg, den stecken wir uns auch noch ein. So. Nichts effektiv, nichts effektiv. Feuerball, versuchen wir das mal. Ja, bisher sieht es doch ganz gut aus, würde ich gerade sagen. Ja, gut. So gut sieht es dann doch nicht aus. So, wie wäre es denn mal mit Inteleon? Das ist sehr effektiv, was der so einsetzen kann. Na komm, Inteleon. Von Spitzenstein getroffen, natürlich. Hydropumpe, natürlich Hydropumpe. Attacke. Was hat verfehlt? Das gibt's doch nicht. Ach Gott, das ist doch skandalös. Das ist doch hier. Das kann doch nicht wahr sein. Na komm. Ein Blizzard habe ich auch noch. Das könnt ihr auch mal versuchen.
Dieser, das wäre nicht ohne effektive Attacke. Salipumentas. Besiegt. Xatu. Ach, der schon wieder. Haben wir die nicht besiegt? Wahrscheinlich nicht. Sieht so aus, als hätten wir das nicht getan. So, Blizzard. Na komm. Sehr gut. Er lebt aber noch. Er lebt noch. Rückenwind. Oh wei. Xatu überlebt das Ganze noch. Spukball. Na komm. Inteleon kann Spukball. Interessant. So, Xatu besiegt. Inteleon reißt das Ganze noch. Da reißt die ganze Geschichte noch um. Und wenn jetzt das Geschehen zu Flampavian. Naja, du bist Geschichte. Flampavian gegen Inteleon. Na, gute Nacht. Naja, gut, ein bisschen was hat's noch. Ein bisschen kämpfen kannst noch und ein bisschen Inteleon besiegen kannst noch. Auwei, los Gengar, na komm. Du musst das hier schaffen. Mein letztes Pokémon-Team, da ich nur drei im Team habe. Momentan im Kampfturm. Spukball. Kehrtwende. Hältst durch. Bitte hältst durch. Okay, jetzt hältst durch. Sehr gut. Spukball. Bitte hau rein. Bitte hau ordentlich rein. Ja, nice. Damit haben wir es geschafft. Sieg 5 ist unser. Nice. Dann lerne ich eben noch mehr und irgendwann wiederholen wir diesen Test. Du hast 2 Gewinnpunkte. Möchtest du weiterkämpfen? Ja, ich kämpfe weiter. Was? Was zum... Deleon, Zwergfürst, ich habe mich schon gefragt, wann du dich zu mir durchschlagen würdest. Ich hoffe, du erweiterst... Du erweist Challenger Deleon die Ehre und gibst in diesem Kampf alles, was du hast. Pokémon-Trainer Deleon fordert dich heraus. Ach du Schande. Das war jetzt... Das habe ich schon kommen sehen, aber... Ich wusste es schon, ich habe mich schon spoilern lassen, aber... Dass das jetzt hier kommt, interessant. Okay, der Kampf der Giganten, wie es ausschaut. Oder wir wechseln schnell das Pokémon. Ja, warum nicht? Inteleon. Wenn wir schon mal hier sind. Und schon mal gegen dieses Pokémon kämpfen. Können wir doch auch gleich mal die Vorteile nutzen. Divahan. So, na komm. Präzisionsschuss. Na komm, mach's alle. Wieso darf der zweimal eingreifen? Ach, das ist doch hier. Skandalös. Na komm, Inteleon. Ich weiß nicht, ob wir Tränke einsetzen können. Können wir das? Ich glaube, im Kampfturm nicht. Das könnte... Puh. Aber die Berdus besiegt. Sehr gut. Ins zu nötig. Und der hat auch nur 3 Pokémon. Durak. Setzt der nur Feuer-Pokémon ein? Natürlich können wir keine Tränke einsetzen. Hydro-Pumpe, na komm, hau drauf. Und ja, natürlich, Giga Dynamax Glurak, was sonst? Deleon setzt Giga Dynamax Glurak ein. Was sollte er sonst tun? Das ist ja irgendwie klar. Vielleicht können wir trotzdem irgendwie... Nein, jetzt setzt er seine Giga Dynamax Attacke ein und wir sind platt. Oh nein. Ja, so geht's auch. Der sucht die Kotter-Gewalt-Spieler-Dynamics-Mora und die Hydro-Pumpe. Weg. Weggeschnipst. Maxax. Ja gut, da brauchen wir wahrscheinlich Gengar dafür. Nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv, sehr effektiv. Blizzard, na komm, versuchen wir es mal. Vielleicht schaffen wir es sogar. Das wäre phänomenal. Das ist phänomenal. Wir haben es geschafft mit Inteleon alleine. Die Deleon nochmal gewonnen. Im Duellturm. Ganz wie erwartet, Champ. Ein Kampf gegen dich ist immer was Besonderes. Mit deinem Sieg über mich bist du im Rang gestiegen. Du bist echt eine Wucht, Zwergfürst. Ich war mir sicher, dass dieser Anfangshürde im Kampfturm für dich und deine Pokémon kein großes Hindernis sein würde.
aber wärmt nicht übermütig, denn der Kampfturm hat noch so einiges im Petto. Ja, alles werden wir jetzt nicht erleben, was der Kampfturm so im Petto hat, aber ja, ein bisschen, ein, zwei Trainer werde ich noch besiegen wahrscheinlich. Ist ja großartig. Das war schließlich erst der Anfang. Hier, ich möchte dir meine Liga-Karte geben. Das ist übrigens eine seltene Auflage. Du weißt, die seltene Liga-Karte von Delion. Sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Du hast zwei Gewinnpunkte. Und damit haben wir eigentlich alles erledigt, was das Spiel zu erreichen hat. Glückwunsch, dass du Rang 4 erreicht. Wir haben im Champ, also im, sag schon, nicht im Champ-Turm, sondern im Kampfturm haben wir nochmal gegen Dinon gekämpft. Eigentlich ist jetzt alles. Zwei Sonderbonbons. Ein Silberkorken. Ja. Zu den 5 Gewinnpunkte gegen Dinon oder was? Oder was? Irgendwas mit Musik oder was? So, ich muss mal hier gerade kurz mal nach den. Nach den Dingens. Wo sind sie denn, meine Sonderbonbon? Ja, mir fiel gerade der Name nicht ein. Sonderbonbon, in welcher Tasche hängt der rum? Silberkorken. Für was ist der nochmal gut? Ein hübscher silberner Korken. Es gibt Leute, die sich darüber freuen würden. Aha, interessant. Sonderbonbon, 4 haben wir davon. Also wer kriegt das jetzt? Ah, mein Team nochmal. Sehen wir das, sehen wir es nochmal zum Schluss. Rufus zum Odef, Blacky, Puff, Zakian und Delion. Okay, Delion hat es am nötigsten, aber ja, geschenkt. Ich meine, den werden wir jetzt nicht mehr trainieren. So, Entwicklung haben wir auch alle schon geschafft. Das Let's Play ist, ja, das Let's Play haben wir hinter uns gebracht. So, Wert am niedrigsten. Level 50, Level 61, Level 59, Level 56, ja. Rufus. Ich würde Becky gerne mal auf Level 60 bringen, ja, 1. Becky Level 60. Jo. So, 3 haben wir noch, da können wir jetzt noch. Können wir irgendwas Rundes draus machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Na dann, kriegt Mordorf den Rest. Level Plus. Oh, eine Attacke. Seitenwechsel. Ja, vergiss es. Eine Normalattacke. Okay. Sehr gut, dann. Ich will kämpfen. Kämpfen. So, Pokéball Klasse. Oh, ich bin im Rang aufgestiegen. Sehr gut, nach 6 Siegen. Dann wollen wir mal einen Doppelkampf versuchen, oder? Wollen wir jetzt mal Anfängerklasse, Doppelkampf, ein paar. Achso, da kann man die Musik aussuchen. Interessant. Wildes Pokémon, Trainer, Dynawade, Hub 1, Hub 2, ach komm. Können wir uns die anhören, oder? Team Yell, Mary 1, Mary 2, der Boss von Team Yell, Betis, Olivia, Rose, Endinalos 1, Endinalos 2, ist ja großartig. Arena zur Turnier, Champ, ja, Champ-Musik, na komm, Doppelkampf mit Champ-Musik. Und jetzt nehmen wir natürlich auch welche von meinen Pokémon zum Schluss, noch ein bisschen kämpfen zu können. Ja, das Team will ich nehmen. Und ich nehme da Modi mit. 4 kann ich mitnehmen, okay, im Doppelkampf, ja, okay. Da haben wir nur 2 gleichzeitig. Und Blacky muss mit. Und dann sind alle Level 50 hier. Muss noch Delion. Ja. Wenn ich nämlich noch mit Prof und Zakian, wenn es geht. Sehr gut. Damit können wir kämpfen. Auf geht's. Machen wir mal ein paar Doppelkampfsiege. Ey, was? Ich leite die Pokémon AG in meiner Schule. Ich dachte Doppelkämpfe, ich dachte, jetzt kommen 2 Gegner. Aber gut. Schnell Jokuse vorne nicht heraus. Jossuke wahrscheinlich. Irgendwie so in der Art.
So, los, Mordi und Blacky. Das Dream-Team. Mein Flug und mein Starter-Pokémon. Sehr gut. Na komm. Am Schluss nochmal richtig. Erfolg gesehen von euch. Lohenkanonade. Ach, das ist die Champ-Musik. Ja gut, die nervt ein wenig. Stahlflügel. Na komm, haut rein. Mann, du wirst zurückgeschreckt. Was denn? Das ist doch der. Das kann doch nicht. Das ist doch nicht. Zurückgeschreckt. Sowas. Da will ich euch extra für den großen Kampf aus und dann schreckt er wieder zurück. Sturzflug, na komm, wollen wir mal ein bisschen was Episches sehen. Steinhagel, das finde ich nicht so episch. Na komm, wirklich zurückgeschreckt, Modifest paralysiert. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Das kann doch nicht. Na komm, was ist denn hier im Kampfturm los auf einmal? Paralysiert, abgeschreckt, das ist auch da ist. Das ist doch hier ein Kleg, dieses Bild, was abgibt. Das kann doch nicht. Ich will doch mal hier ein bisschen, ein bisschen Action sehen. Haut rein, Leute. Und Morden ist schon fast am Boden. Was ist denn hier? Jetzt nehme ich mal endlich mein richtiges Team mit rein. Die ganze Zeit mit ausgeliehenen Teams gekämpft. Und jetzt will ich mal, dass das Team sich beweist und dann sowas hier. Echt jetzt, Leute, im letzten Part. Das ist doch hier wirklich zum Mäusemelken. Mordiff besiegt. Ja. Wir hätten es so toll mit dem Genion-Kampf beenden können, aber ja gut, ich musste ja nochmal Doppelkampf ausprobieren. Na komm, jetzt heilt sich das Ding noch selber, das ist doch. Was ist hier los? Was ist denn hier? Das kann doch nicht wahr sein. Los, Prof. Jetzt kannst du dir ein bisschen was ausrichten. Liebe Grüße. Zack. Und zack. Sehr effektiv. Na komm, jetzt haut mal ran hier. Jetzt will ich aber was sehen. Aquaknarre. Ja gut, das lässt gerade auch irgendwie ein bisschen zu wünschen übrig. Und Blacky ist zurück. Das ist doch hier nicht. Fesselbiss, okay. Und das hier, Starflügel. Na komm, jetzt müsste jetzt eigentlich alles sehr effektiv sein. Na komm, jetzt aber wirklich. Haut mal rein. Ich meine nicht die gegnerischen Pokémon, ich meine mein Team. Mein Team, hau rein. Denegator, natürlich. Ist paralysiert, kann nicht angreifen. Was sonst? So, na komm, jetzt mal, es ist hier wirklich, ich kann fast nicht hinsehen, das ist doch hier nicht, das ist doch hier grausam, das ist doch skandalös, ach Leute, ein Trauerspiel hier, und das Ding hält sich selbst, natürlich, was sonst, wir verlieren den Kampf hier noch, den ersten Doppelkampf hier gleich verloren, das ist doch nicht. Ist das wahr? Kann das wahr sein? Wie sich die hier blamieren? Sehr effektiv. Na komm, das muss doch reinhauen. Weil die sind sehr effektiv. 10 Kopfstoß. Zen-Kopfstoß wahrscheinlich. Prof besiegt. So. Was für ein Lappen in meinem Team. Das ist doch hier. Ist doch nicht die Möglichkeit. Und wie habe ich es mit denen durch das Spiel geschafft? Wie habe ich 59 andere Parts mit denen durchlebt? Das ist doch hier nicht. Was seid ihr denn für Waschlappen? Ich hatte euch stärker in Erinnerung. Das ist doch hier nicht. Zack, Jan. Na komm. Ich hatte mein Team in besserer Erinnerung. Ich wollte das auch in besserer Erinnerung. Ja, in letzten Parts verlassen. Aber das ist unter den Umständen hier. Das ist doch kein Happy End hier. Das kann auch hier nicht das Ende sein.
Stahlflügel, na komm. Hau rein, ganz tief. Nice, noch ein episches Bild zum Schluss. Na komm. Macht es alle. Das hatte auch nur noch ein paar KP, aber gut. Das war auch noch ein Volltreffer. So, wie viele Pokémon hat das gegnerische Team noch? Wie sieht's bei uns aus? Und wie wir es aus so ziemlich allen vergangenen Parts gewöhnt sind, es ist ein Chaos-Part heute. Was ist denn hier los? Geht die Kamera mal wieder aus. Zum Abschied nochmal mit ein bisschen Chaos. Wir verabschieden uns mit Chaos im letzten Part. So ein lebendes Pokémon ist noch da. Bei mir und beim Gegner. Und naja, das kann ja spannend werden. Gigantip. Na komm, zack, Jan. Na komm. Beweis mal Stärke. Und es lebt noch, es lebt noch, es lebt noch, es lebt noch. Natürlich. Na komm. Jetzt aber wirklich Knirscher. Zum Schluss nochmal. Luftschnitt. Halt durch. Ist nicht sehr effektiv. Knirscher, na komm. Haben wir es doch noch irgendwie geschafft. Ein Volltreffer. Xatu wurde besiegt. Na komm. Nein, ich habe als Leiter der Pokémon AG kläglich versagt. Du hast 2 Gewinnpunkte und sie gehst siegreich aus dem ernsten Doppelkampf im Kampfturm hervor. Das lassen wir vielleicht lieber. Nein, abbrechen. Doppelkämpfe im Kampfturm. Ja, lieber mal nicht. Lassen wir mal aus. Ich mache zum Schluss noch einen kleinen Einzelkampf jetzt hier. Ja, mit dem Team von mir aus. Das könnt ihr euch vielleicht nochmal beweisen. So Morty, Blackie. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht zu chaotisch wird. Und Zakian. So, jetzt aber ordentlich. Achso, ich kann nur 3. Na gut, dann bleibt Zakian halt raus. Und los geht's. Na komm, jetzt will ich aber was sehen jetzt hier. Zum Schluss noch hier ein ordentlicher Kampf. Du bist doch der Champ, oder? Krieg ich ein Autogramm? Bitte, bitte, bitte. Nur wenn du gewinnst. Und das wirst du nicht. Aha. Na gut. So, auf geht's. Mit epischer Kampfesmusik, die ich diesmal nicht ausgewählt habe. Nichts effektiv. Na, großartig. Pokémon wechseln. Poff, na komm. Du kannst da was machen. Zumindest was Effektives. Nicht sehr effektiv, aber zumindest effektiv. Ja gut. Machen wir mal was Tolles zum Schluss. Machen wir mal was Cooles, was halt, ja, was nochmal spannend wird. Dann wollen wir nochmal zeigen, was das Team so kann. Die Stärken des Teams nochmal präsentieren hier. Im letzten Part am Ende. So viel dazu. So viel dazu. Versagen wir hier auch nochmal auf ganzer Linie. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber komm, versuchen wir es. Lohnkanonade. Sieht wenigstens episch aus. Was? Das soll nicht sehr effektiv sein, aber das haut doch rein. Das ist doch. Modi wurde besiegt. Und so scheitert Zwergi kläglich mit seinen Pokémon im Kampfturm. Da kein Happy End. Heute kein Happy End für Zwergi. Ich kann es gar nicht mit ansehen. Oh Mann. Oh, ich habe gegen den Champ gewonnen. Na, willst du jetzt ein Autogramm von mir? Ist das gerade mein erster Verlust? Mein erster
ja, mein erster Verlust im Kampfturm gewesen. Ja, dann habe ich irgendwie doch bestanden. Ja, gut. Ein Out auf hier. Gut. Ich beende diesen Part an dieser Stelle. Hab damit nochmal kläglich Versagen gesehen am Ende. Mit meinem eigenen Pokémon-Team. Ja, ein Däumchen nach oben, sollte euch das trotzdem irgendwie gefallen haben. Sollte euch das Projekt gefallen haben. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste Projekt nicht verpassen wollt. Ja, Pokémon Schwert haben wir es jetzt mal hier beendet. Zu den DLCs habe ich was gesagt in den letzten Parts. Das wird bei mir jetzt nicht kommen. Letzter Part Pokémon Schwert bei mir. Jetzt Ende aus Mickey Mouse. Ja. Beenden wir es, solange es noch gut ist. Ja, mit diesem Part. Alles klar. Ja gut. Ich bin raus. Ende aus Mickey Mouse. Wie auch immer. Habt einen genügend Tag und haut da rein. Ciao, ciao.